ja nicht dabei. Sag gute Nacht. Was? Wieso lebst du noch? Komm schon, los! Shit. Der ist Geschichte. Der ist Geschichte. Gibt das hier irgendwann mal ein Ende? Ja, da ist sie, siehst du, Amerikaner. Salva. Räumt das Gebiet. Sichert die Salva. Was? Voll daneben geschossen. Jawohl, Gold. Geht doch! Wir müssen weiter! Du sagst es, Blondie. Ich weiß gar nicht mal, ob die blond ist, aber egal, ich sag einfach mal, sie ist blond. Ah! Scheiße, ich muss hier weg, ich muss hier weg! Nein! Wie weit darf ich wieder von vorne anfangen? Was? Wieso Messer? Gucken, was haben wir denn hier noch? Ah! Haben wir ja schon viele Waffen freigeschaltet, ne? Freunde am Rang! Geht in Deckung! In Deckung! In Deckung! Ich habe einen Granatenwerfer! Ja... Nein! Shit the fucking car. Erstmal wieder Munition aufsammeln hier. Nachladen. Dann hier hin, nachladen. In Deckung! Wir haben Granatenwerfer! Du bist fast weg! In kratzt! Ab! Geht doch! Muss irgendwie den Granatwerfer. Oh oh. Du gehst mir ganz schön auf den Sack. Geht doch. Einen haben wir schon mal. Ich möchte aber eine andere Waffe haben. Ach, das ist hier, ist das ja gar nicht. Ist ja hier drin.
So, die erste Waffe ist kacke. Ich mag keine Schrotflinten. Nehmen wir mal wieder die UMP. Huch. Zu viel Sonne, ich kann nichts sehen. Der ist erledigt. Na kommt. Feindliche Hubschrauber über Anhöhe. Nee, der war gut. Jetzt setzt schon wieder diese scheiß dramatische Musik ein. Danke. Oh oh. Mehrfacher Kill hier, geil. Was sagt mein taktisches Fernglas? Die Luft scheint soweit frei zu sein, ne? Shit, shit, shit. Von wo? Fernglas, ich brauche mein Fernglas. Aber ich sehe hier keinen. Ach, ja. Oh, 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 oh. Ich weiß. Scheiße. Oh, wiederholt dich. Autsch. Oh, 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 oh. Entschuldigung. Ich auch. Shit, 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 shit. Oh. Shit. Von wo? Laufen wir immer hinterher, ey. Wie so ein paar Dackel. Bin bereit. Alles klar. Ich geb dir Deckung.
kratzt euer Handy ab. Kuckuck, hier liegen alles nur Leichen. Wir müssen weiter! Ja, was sagst du so einfach, Liebelein? So, mal gucken, was ich jetzt mache. Shit. Shit. So, dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt machen hier. Da ist noch irgendeiner. Doch. Oh Gott sei Dank. Wer will? Okay. Nach Ihnen, junge Lady. Na, du, lass mich doch mal rein. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist doch nichts am Ende. Dann ist Metall. Das haben die doch gleich durchgeballert. Hast du eine bessere Idee, Irish? Du hast gesagt, Jinji wäre gar nicht tot. Cheng wollte ihn töten. Jetzt ist er auf der USS Valkyrie. Dein Mann, in Anführungszeichen? Ja, unsere CIA-Tarnung. Wenn Cheng herausfindet, wo er ist, dann ist Chinas Zukunft in Gefahr. Scheiß auf Chinas Zukunft. Alle an Bord unseres Schiffes sind in Gefahr. Dagegen können wir nichts tun, mein Freund. Wer bist du eigentlich? Wer zum Teufel ist das? Scheiße. War das auch Teil des Plans? Heli, in Deckung! Jo! Ah, hat mir gerade mal die Nase geputzt. Und dann passiert sowas. Nein! Autsch. Oh oh. Autsch. Alles klar bei euch? Ich bin am Leben. Der Russe ist tot. Wenigstens starb er als freier Mann. Hoch mit dir. Mach schon. Los. Wir haben einen langen Weg vor uns. Systemüberprüfung. Kurzwelle steht. Ich habe ISM und einige Standardempfänger am Laufen, Sir. Versuchen Sie, Ismailia direkt über Antenne zu erreichen, sobald wir uns US nähern. Bis dahin absolute Funkstille. Aye, aye, Captain. Irgendein Zeichen von Tombstone? Gar nichts. Nicht mal eine Trägerwelle, Sir. Verrecken. Wir bleiben zusammen und am Leben.
Scheißkarre! Soll ich lieber fahren, Irish? Schon gut, Hannah, ich schaff das. Ich komm hoch zu dir. Ohne Essen und Wasser halten wir nicht mehr lange durch. Gib uns Deckung, Wrecker. Ist das weit bis zu diesem verdammten Stützpunkt? Geht's dir auch wirklich gut? Lass einfach mich fahren. Nur über meine Leiche, Hannah. Warum kannst du mir nicht vertrauen, Irish? Willst du mich verarschen? Ich weiß nichts über dich. Wem gilt überhaupt deine Loyalität? Ach, weißt du, vergiss es. Ach ja? Versuch's doch mal. Ich habe Jinji meinen Eltern, meinen Geschwistern und ihren Kindern vorgestellt. Ich wollte ihnen Hoffnung geben. Am nächsten Tag kamen Jacks Truppen und brannten ihr Dorf nieder. Sie haben alle getötet. Langsam. Wow. Diesmal muss ich sagen, das wusste ich nicht. Pass auf, Hannah, es tut mir leid, okay? Vertrauen verdient man sich, Irish. Verfluchte Scheiße! Los, los, los! Russen! Haben die uns gesehen? Ganz ruhig, dann sind wir sicher. Das nennst du sicher, Hannah? Wir müssen hier raus, es sind so viele, verdammt! Leise, Marie! Nein, los, los, los! Bewegung! Alles okay? Ist was auf den Kameras oder Sensoren? Alles sauber. Wir haben drei... So, und nach einer etwas längeren Videosequenz melde ich mich zurück. Aber ich werde jetzt erstmal die Aufnahme abbrechen und vielleicht werde ich nachher nochmal was aufnehmen. Aber jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen um die Arbeit kümmern. Und ja, in diesem Sinne noch einen schönen Abend und bis dann. Tschüss. Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Battlefield. Ja, gut. Wir sind ja hier stehen geblieben. Irgendwo da, genau. Und da machen wir jetzt auch weiter. Und zwar genau jetzt. Was ist das? Ein Observationsposten? Ja, kommt jetzt, Leute, Bewegung. Hey, wir wären fast aufgeflogen. Dachte, du wärst ein Marine. Tombstone Squad, 7. Flotte. Ah, woher kommst du? Brooklyn, East Flatbush. Was, auf der Tilden oder Wingate? GWH. Westinghouse? Ja. Echt? Da war mein Bruder, mein Dad hat ein Restaurant in Brownsville. Wer sind die beiden? Wrecker, Squad Leader. Sie ist vom chinesischen Geheimdienst und eine Gute. Wie kommen wir zum Stützpunkt? Was weiß ich, Zauberei? Ich zeig euch, was los ist. Die Russen sind überall. Wir haben den Stützpunkt verloren und wurden in die Altstadt zurückgedrängt. Wir brauchen einen Transport nach Westen. Wo ist der befehlshabende Offizier? In der Altstadt. Ist das mir nur raus hier? Orientiert euch an der blauen Kuppel und sucht Major Greenland. Könnt ihr gar nicht verfehlen. Hey, kontaktiert Greenland und gib ihr Bescheid. Jawohl, Sir. Ist das der beste Weg? Absolut. Habt ihr noch was im Wagen, das die Russen nicht in die Finger kriegen sollen? Nichts außer jede Menge Dreck. Wrecker, stimmt's? Molinas Hot Pockets, der Laden meines Vaters, das beste Hühnchen der Stadt. Musst du mal mit deinem Squad hingehen. Okay, Marines, na los, alles verbrennen und dann weg hier. Zieht Leine! Na dann, erreiche die Altstadt. Altstadt? Gut, dann steige ich mal kurz in die U-Bahn ein, steige Heinrich Hennerle aus, dann bin ich in der Altstadt. Oh Gott, der war flach, der Witz. So, wo gehen wir jetzt lang? Sobald wir bei den US-Truppen sind, müssen wir es der Valkyrie mitteilen. Garrison weiß, wen er an Bord hat, oder, Hannah? Ah, geht doch. Er weiß es, aber sonst niemand. Je weniger es wissen, desto besser. Oh, was ist jetzt los? Also nicht lang, nein! Hallo? Nee, das geht nicht. Fahrzeug, Fahrzeug! Runter, schnell! Gut. Ich bin unten. Es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen durch das Tor auf der anderen Seite. Die Drecksrussen unterstützen Shank. Unsere Informationen waren korrekt. Wrecker. Gut. Raketenwerfer auf dem Dach. Welche Infos? Was auf dem Dach ist. Was muss ich denn jetzt machen? Auf dem Dach einen Raketenwerfer holen oder was? Wow! Also einen Raketenwerfer brauche ich. Aber wo ist der? Keine Ahnung.
LMGs. Ach komm, nehmen wir mal die hier. Und als Sekundärwaffe nehmen wir mal wieder das Scharfschützengewehr. Wer war das da? Na? Ah, gut. Wo soll hier einer auf dem Dach sein? Da hat mich doch irgendeiner im Auge gehabt. Aber wo? Zwei.